Das mittelamerikanische Land Honduras kämpft mit Korruption und Kriminalität. Auf Wunsch der Regierung verteilt die dortige Bibelgesellschaft nun christliche Broschüren unter Schülern, Häftlingen und Polizisten. Ihr Projektbeauftragter Marlon Cardona sagt, das Wort Gottes kann helfen, die alltägliche Gewalt zu reduzieren. Das Land bemüht sich um Veränderung. Der Präsident von Honduras, Juan Orlando Hernández, hatte 2016 entschieden, die Vermittlung geistlicher und moralischer Werte an Schulen und Universitäten zu stärken. So soll verhindert werden, dass sich junge Menschen kriminellen Banden anschließen. Von den 8 Millionen Einwohnern Honduras sind rund 47% Katholiken, 41% Protestanten und 9% Konfessionslose. Die internationale Martin-Luther-Stiftung hat der Vorsitzenden des Werkzeugmaschinenherstellers Trumpf, Nicola Leibinger-Kammüller, die Lutherrose in Eisenach auf der Wartburg verliehen. Die Unternehmerin habe mit ihrem Leben und beruflichen Wirken die reformatorische Tradition von Freiheit und Verantwortung für das Gemeinwohl eingesetzt, so die Stiftung. Leibinger-Kammüller hatte Trumpf erfolgreich durch die Weltwirtschaftskrise geführt und auf Entlassungen verzichtet. Luthers Credo war ja unter anderem, dass man sich anständig seinen Mitmenschen gegenüber verhalten soll. Und das gilt natürlich bis in alle Ewigkeit. Und deshalb sind diese Tugenden wie Anstand und Freiheit, Andersdenken gegenüber, sehr hoch zu halten. Das Unternehmen Trumpf hat rund 12.000 Mitarbeiter. 2017 hatte es einen Umsatz von 3,1 Milliarden Euro. Durch den Glauben an Jesus können Christen zuversichtlich mit Leid umgehen und Hoffnung verbreiten. Das sagte Pastor Dieter Schneider auf der 97. Glaubenskonferenz des Lippischen Gemeinschaftsbundes in Bad Salzuflen bei Bielefeld. Sehen Sie dazu einen Kommentar von ihm. Ich richte mich da nach dem Wort von Jesus, das er gesagt hat im Johannesevangelium Kapitel 14. Ich lebe und du und ihr sollt auch leben. Das heißt also, weil Jesus lebt, lebt er in mir. Und wenn er in mir lebt, dann wird Folgendes passieren, wenn ich dann Menschen treffe, die von Leid und Schmerz und Verzweiflung geprägt sind, dann wird etwas von diesem Leben Jesu überspringen. Nicht, weil das lebendig von mir auskommt, sondern weil das Wort Gottes lebendig ist, weil Jesus Christus lebt. Heißt nicht, dass wir über alles Bescheid wissen und zu allem eine Antwort haben, aber wir dürfen Menschen begegnen als Lebensbringer, als Lebensspender. Und das ist eigentlich das Entscheidende, worauf es ankommt.